ich bin die Verena, ich komme aus Salzburg und ich bin voll gern in der Natur und in den Bergen unterwegs. Unsere Umwelt und unser Klima, das liegt mir wirklich voll am Herzen und deswegen schaue ich auch, wie man schützen kann. Also für mich ist die Natur wahnsinnig interessant, weil man entspannen kann, weil man abschalten kann und weil man sich einfach erholen kann und die Energie für den Alltag wieder auftanken kann. Manchmal der Herr der Natur einfach nur zu. Sie ruht sich gerade aus, aber die Wasserkraft, die ist auch im Winter für uns da. Die Salzburg AG ist Pionier in der Erzeugung von sauberem Strom und versorgt damit das ganze Bundesland Salzburg mit Energie. Seit 1984 ist das Kraftwerk Zederhaus im Naturpark Riedingtal in Betrieb. Und da bin ich heute eingeladen. Ich bin der Thomas, bin seit 27 Jahren bei der Salzburg AG und seit 10 Jahren bei der Kraftwerksgruppe Blumgau. Die Technik von einem Wasserkraftwerk, die begeistert mich, darum tue ich es gern. Das Wasser kommt vom Schlierersee über den Druckstollen, treibt die Turbine an, die Turbine treibt den Generator an und über den Generator, über den Blocktrafo, über die 30 kV Schaltanlage wird es direkt ins örtliche Stromnetz eingespeist. Das Kraftwerk gibt es seit 1984 und seitdem gibt es einen Schlierersee. Und wie es für die Jahreszeit gehört, da wandern wir jetzt hin und zwar mit den Schneeschuhen. Der Schlierersee wird gespeist von 10 Gebirgsbäche und je nach Jahreszeit wird das Kraftwerk betrieben und zur Schneeschmelze im Mai, Juni läuft das Kraftwerk rund um die Uhr durch. Wir in der Gegend sagen, dass der Schlierersee ein echter Kraftplatz ist und nicht nur wegen der Wasserkraft. Energie, die mein Klima schützt, weil Strom der Salzburg AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, wie aus dem Wasserkraftwerk Zederhaus im Naturpark Riedingtal.